Jetzt bin ich direkt rein. Damn, oh, so. Ike gegen. Wer ist Ike ausgesprochen? Na, Ike. 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 Warum wird's so geschrieben? Ike wird's geschrieben. Warum? Weiß nicht. Auf jeden Fall Finals, ne? Ja, was wichtig Grand zu sagen Finals, ist. Oder? GF. Grand Finals. Was wichtig zu sagen ist, Ian hat ja schon mal verloren. Ja. Er kommt von der Loser-Seite. Er hat sich durch alle Loser durchgekämpft. Mhm. Und SDN ist bisher ungeschlagen. Das heißt, ihr müsstet zwei Sets hintereinander gewinnen, um das Turnier zu gewinnen. Und SDN nur eins. Bei SDN hat er sozusagen freilos übrig. Er darf nur einmal verlieren. Aber wenn Falk verliert, wenn ihr verliert, ist vorbei. Goofy, warum? So ist der Turnier aber aufgebaut. Kann ich dir nicht sagen, warum. Aber es sieht gerade even aus. Es sieht even aus. Ja, die sind auf jeden Fall gerade even. Aber die letzten Runden hat man ja auch gesehen, dass SDN einfach bei jeder Prozentzahl einfüllen kann. So kam das mir rüber. Ja, ich habe ihn heute noch nicht gesehen, in welcher Form er ist. Aber generell kann er bei allen killen. Ja. Okay, die Abi von der Ledge. Aber er lebt noch, das wird spannend. Ian jetzt bei 125%. SDN bei 100% und zu gierig. Ian ist raus. Ja. Also man muss halt sagen, SDN ist einfach der Baron von Kiel. Ja. Also, aber direkt, und beide jetzt bei 0%. Er wird entthront vielleicht heute. Stock. Das wird spannend, Leute. Oh mein Gott. Also Ian ist gerade in der Form seines Lebens. So gut hat er noch nie gespielt wie heute. Das ist, glaube ich, das England Power-Up. Warum haben wir hier eigentlich keinen Chat? Soll ich ihn aufmachen, den Ball? Ja, mach mal Handy. Ich würde es interessieren. Ich mache ihn dann bei dem Ball. Also falls ihr... Schreiben falls wollt. Überhaupt noch wer zuguckt, weil wir einfach abfuckt sind. Aber na, wegen uns schauen die zu. Wegen uns, ja. Genau. So, du musst währenddessen... Ja, beide even hier voll am Fighten. Ich komme auch kaum hinterher, aber... Es ist spannend, Leute. Es ist spannend. Oh. Wir kriegen so... Oh, Live-Technik. Let's go. Ah, so. So, nee, das war doch kein Techniker, das war nur Social Media. Ja, wir sehen einfach gut aus. Wir sind Fame, Leute. Ja. Wenn die Leute hören, wir beide kommen, dann. Dann. Ich wollte sagen, ja. So, aber wow! Was ist hier gerade los? Ja, Ian in Führung? Ja, genau, Ian ist in Führung. Oh, 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 das ist der Wahnsinn. Ian jetzt bei 100%, ja. SDN noch bei 0. Aber das heißt ja nichts. Ian ist out the goat, fliegt aber raus. Jetzt beide bei 0% und beide aber einem Leben. Das wird spannend, Leute. Spannend. Hast du den Chat jetzt mal gefunden? Ja, ich muss aufpassen. Oh, ich will mir die mobilen Daten nicht so verschwenden. Und 8 Leute. Ja, 8 Leute. Diese 5 Stunden... Fast 6 Stunden live. Seit 5 Stunden unbezahlt hier, ne, was soll man machen? Aber, ja, ich werde tatsächlich bezahlt, du nicht. Ich nicht? Warum? Ja. Warum du? Tja, ich bin einfach ein guter Kommentator. Bist du nicht. Und hier wird im Chat geschrieben, sogar ihr seid toll. Wo? Ja, ganz unten. Ja, von Dry Crocodiles. Shoutout an Dry Crocodiles. Ja. Ne? Du bist auch toll. Bin ich Gott. So, aber SN auf den Backpedals. Das ist der... Oh! Bam! Und das übersteuert gehört bei jedem das Win dazu. Das ist die Combo. Das ist die Combo. Ian gewinnt, du übersteuerst, ich fixe ins Auge. Ian gewinnt das erste Wahnsinn. Game. Das ist hammergut. Das ist hammergut. Ich bin, man merkt es vielleicht auf Ians Seite, ja. Aber das ich ist, auch. Machen wir natürlich nur, damit auch mal wer anderes gewinnt. Ne? Deswegen sind wir natürlich. Im Chat sind die auch Leute. Für Ian. Ja. Also ich habe noch keinen SDN-Fan gesehen. Dry Crocodile hat auch gerade die Farbe gewechselt. Also vielleicht liegt es auch an meinem Handy, wer weiß. So, aber Ian. Erstes Game geholt von SDN, dem Baron. Das ist der Wahnsinn. Das ist crazy. Er ist gerade auf seiner eigenen Protagonistenschiene. Das ist wie, als würdest du in einem Zug bei Monopoly die komplette hier Schlossallee und oder wie das Ding ja heißt. Genau, die blauen Straßen ja, da. Blauen Straßen kommen. Ja. Das ist einfach golden. Er ist gerade auf der blauen Straße. Danach fühlst du dich auf Rich und kannst machen, was du willst. Ich glaube, das ist der Tag heute. Das today ist the day. Und wir sehen tatsächlich auch einen Schatten der Nacht-Fan im Chat. Flora. Oh mein Gott! Oh, das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Weak down air, into back air, er war bei 70 tot. Genau, weak down, back, up, ja. Top. Also das Schwert nach unten geschlagen und dann nach hinten. Ja. Und er war dann tot. Genau, ja. Ich hätte einfach gesagt, er hat geschlagen, aber ja. Back, up, air, down, das geht dann wieder auf. So, jetzt nochmal dieselbe Frage für SDN. Das ist der Wahnsinn.
SDN gerade richtig am Hustlen. Wow, wow, wow. Ist am Grinden und ihr ist runtergefallen. 7% in zwei Leben bisher. Nein, oh, nicht so. Wie ein Stein droppt er in, das, in den Abgrund, Alter. Oh, Leute. So, und ich weiß auch nicht, welche Synapsen gerade SDN da macht, um so abzugehen. Wahrscheinlich alle. Alle, ich glaube, jede. Die sind im Overdrive. 100% Gehirnleistung, oh Leute. Das ist das, was ihr jetzt hier seht. Peak Performance SDN. Peak Performance. Letztes Mal, tatsächlich, ist SDN nur Fünfter geworden. Fünfter? Fünfter. Richtig schlecht für seine Verhältnisse. Das ist Hammerkacke. Warum ist er noch hier? Ich weiß es nicht. Ich würde mich auch schämen an seiner Stelle. Das ist ja peinlich. Also ich würde nie wiederkommen. Ja. Ich will auch nie Fünfter werden. In meinem Leben nicht. Ich würde auswandern. Absolut. Aus Kiel. Mit Menschen, du wärst Fünfter. Peinlich. Das geht gar nicht. Oh Gott. Das ist ja Schande über dein Haus und der Oh Gott, gekontert. Mit dem blauen Flammen. Oh, scheiße. Das war... Das ist... Eldenring-Boss. Ja, Leute, also wir müssen jetzt kurz die Fernbedienung suchen. Keine Ahnung, wo die ist. Ja, weil unser Bildschirm geht gleich aus. SDM-Moment, Herr Flora. Ist auf jeden Fall SDM-Moment. Kann man da nicht irgendwie okay am Fernseher drücken? Bestimmt. Ich guck mal nach. Versuch dich mal dran. Unser Techniker rennt. Unser Techniker. Er rennt und sprintet zum Sieg. Let's go. Der Techniker. In den letzten 30 Sekunden rettet er das ganze Finale. Vielen Dank. Unser Techniker, the real GOAT. Der einzige GOAT hier gerade. Scheiß auf das Finale. Ja. Scheiß auf Smash. Der Techniker soll gewinnen. Ich weiß leider auch nicht, wie er heißt. Ich will so einen Shoutout. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Was die meisten Wörter nicht gesehen hier. Ich bin auch das erste Mal hier. Ja. Aber, was macht man nach so einem Game? Was macht man nach so einem Spiel als Ian? Er wurde gerade ausgezogen, on stream, von SDN. Ja, was soll man da noch machen? Also, ich würde SDNs persönlichen Bitch werden, in dem Fall. Wow, also, okay. Es ist ja jedem selbst überlassen, ne? Okay. Okay, schreibe ich mir auf, ich sage ihm dann Bescheid. Ja, wenn ich so hops genommen wurde, wie in letzter Runde, muss man sich einfach untergeben. Aber ich glaube, Ian möchte das nicht. Ich glaube, Ian ist ein Kämpfer. Ian ist ein Kämpfer, aber... Oh! Oh, das finde ich auch gut, dass er kämpft. Er kämpft... Ja. Oh, was war das? Ist da irgendwie ein bisschen... Er kämpft um sein Leben und das Leben seiner Familie. Wenn er hier verliert, SDN wird zu seiner Familie gehen und sie auch besiegen. Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Er ist so einer. Oh, das ist ein Kill. Das ist ein Kill. Oh. Mit dem Übersteuern. Kill und Übersteuerung. Ihr True kennt es Combo. Schon, Chat. Ihr kennt es schon. Das ist die wahre Combo. 15 Viewer haben wir gerade. Let's go. Ohne David würde es auch einfach nicht so ballern wie jetzt. Guck mal, SDN stirbt, dann müssen auch die Ohren sterben von den Zuschauern. Ja. Das ist ja diese Atmosphäre, die gebildet wird. Absolut! Absolut. Denn wenn SDN stirbt... Oh! Okay. Aha. SDN muss wieder auf... Ey, damn! Oh, geparried! Oh, der Parry! Und du Schicki! Alter, das ist der Wahnsinn. Oh Gott. Oh! Okay, er macht wieder... Verwandelt sich. Oh, zack. Okay, noch mal ab. Sub-Sarab Hausverbot. Wer weiß. Also wenn ihr das noch verliert, dann hat er Hausverbot hier. Wenn Ian verliert, dann enterben wir ihn. Okay, ich wusste gar nicht, dass er ein Erbe ist von dir. Ich bisher auch nicht, aber okay. Ab heute. Ab heute, er steht in deinem Testament. Ja. Außer er verliert, dann ist er wieder raus. So. Oh! SDN, er hält ihn echt gut in der Corner, ja, in der Ecke. Das ist der Wahnsinn. Also das muss man natürlich sagen, SDN... Oh Gott, oh, das muss ein Kill sein! Oh, er macht noch ein Abi! Gefummelt! Gefummelt! Uiuiuiuiuiuiuiuiui! Sein Riss war ganz weit unten. Oh, er hatte schon den Lottoschein in der Hand, aber hat ihn zerrissen danach. Scheiße. Oh Gott, aber jetzt als Ian darf man sich nicht davon zu sehr beeinflussen lassen. Man muss jetzt normal spielen, man muss gut spielen. Ja, aber du musst dir auch vorstellen, du bist im Finals, ne? Grand Finals sogar. Mhm. Nicht nur Finals, das ist ein G vor. Und spielst dann gegen so einen. Was meinst du mit so einen? Ja, so ein Macher oder so ein... So ein ich hab... Spielen oder Spiel. Okay. Mhm. Und jetzt ist er in der Situation, ne? Das ist die Nervosität. Und er muss jetzt auch irgendwie den Kill finden. Ja. Das ist er. Oh, da ist er! Da ist der Kill! Er hat ihn gefunden. Und deine Übersteuerung haben wir auch wieder gefunden. Auf jeden Fall. So. Und SDN muss jetzt ein paar Prozente bekommen, würde ich sagen. Wir sind hier komplett biased. Aber finde ich okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh, der Uppercut. Der hatte das Schwert nach unten geschwungen. Danach wieder nach oben. Tja. Und dann war's vorbei. Tja, wenn man so ein Schwert von oben nach unten schwingt, dann tut das, glaube ich, auch weh, wenn man getroffen wird. Ich glaube auch gerade, wenn man so eine kleine Schildkröte ist, auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Was soll man machen, ne? So, aber er bleibt Pokémon-Trainer. Er bleibt Pokémon-Trainer. Kein Steve, keine Bayo.
kein Wii Fit Trainer. Nee, der wird auch nicht kommen, glaube ich. Das finde ich schade. Naja. Wii Fit Trainer. Du solltest hier das, den etablieren. Vielleicht wird er beliebt wegen dir. Ja, also ich weiß nicht, warum keiner Wii Fit Trainer spielt. Der sieht einfach schon ansprechend aus. Was ich jetzt aber komisch finde, sind wieder auf Smashville, auf der gleichen Stage, obwohl ihr ein Hausverbot hat. Hausverbot? Ja, du hast doch gerade gesagt, zap, zap, Hausverbot. Ja, stimmt, hab ich schon wieder. Er hat Hausverbot, er darf hier gar nicht sein. Ja, aber er ist ein Rebell. Im Hintergrund sieht man auch schon, die Dorfbewohner starten eine Demonstration gegen ihn, weil er Hausverbot hat und hier eigentlich gar nicht hin soll. SDN ist hier der Bürgermeister, sie sind in Kiel. Oh, aber gut, der Down-Smash! Das war gut, das war gut. Oh, er kommt noch zurück. Im Hintergrund auch. Das ist der noch Mann. Einer. Er kommt auch wieder zurück. Oh, scheiße, auf jeden Fall. Ich komme auch wieder taub nach Hause, Leute. Aber das ist worth it. Das ist worth it. Das ist ein Finale. Oh, das der Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott. Oh, ey, gib es in die Buch. Die Übersteuerung. Die Übersteuerung. Sie ist wieder mal da. Wii Fit Trainer ist wack, wird hier geschrieben. Sehr gut, sehr gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Warum? Weil Wii Fit Trainer hat es verdient. Wii Fit Trainer ist scheiße, soll das euch heißen. Nee. So nehme ich das nicht auf. Die sind gerade gestorben, leider. Haben wir nicht mitbekommen. Aber unter Wack verstehe ich nicht, dass das scheiße ist. Ich glaube, Wack ist so Kacker. Gülle. Das kann ich nicht nachvollziehen. So, aber wir sind hier auf Smashville. Im letzten Game von Ians Karriere. Vom Turnier, meine ich. Ians. Vielleicht auch von seiner Karriere, wer weiß. Ja, wie schon gesagt, wenn Ian verliert, kommt SDN nach Hause, klaut seine Familie und das war's dann auch. Und er wird Ian danach. Oh! Oh nein! Die Übersteuerung ist wieder da beim Kill. Oh Gott! Das war ja gnadenlos früh. Das war echt früh. Das sieht aber jetzt überhaupt nicht gut aus. Im Chat wird geschrieben, Wack heißt Scheiße tatsächlich. Nicht gut. Das ist Quatsch. Da bin ich ganz klar dagegen. Wii Fit Trainer ist nicht scheiße. Wii Fit Trainer ist gut. So, aber Ian muss gerade um sein Leben kämpfen, um seine Familie, um seine Ehre, um seine Karriere. Er kämpft um seine Existenz. Die Klaue. Und jetzt muss ihn Ashgarden. Doch nicht. Damn. Ether. Oh. Oh mein Gott. Oh was? Er fällt raus. Das ist. Er fällt gibt raus. Es nicht. Oh ja. Up throw. Up throw. Und boom. Boom. Geht nicht mal andersweise. Geht nicht. Und oh, das Gott. Ist spannend, Leute. Ian. Jeder Prozent tut weh. Das ist nicht. Oh, jeder Prozent könnt ihr jetzt auch töten. Oh, der Flammenwerfer. SDN ist so einer, der wird sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nein, SDN bleibt vollkommen konzentriert. Leider haben wir die Camps nicht mehr. Oh nein! Oh, er lebt noch. Die Übersteuerung sogar da dabei. Das ist der Wahnsinn, Leute. So, komm. Ian kann doch Deus Ex machen wieder. Er kann's comebacken. Aber Ian fumbled gerade. Ian fumbled hart. Oh Gott, das war ein... Okay. Last Stock beide, Ian auf 130, aber egal. Ja, also ich will natürlich, dass Ian weiterkommt, beziehungsweise gewinnt, aber es sieht verdammt schwer aus. Ist auch verdammt schwer. Es ist auf jeden Fall super schwer. Es ist verdammt schwer, jeder Schlag könnte jetzt der letzte sein. Oh, das geht sogar schon fast. Er ist bei 150. 150%. Jeder Schwerstoß! Oh nein, der Bernhard! Er hat darauf gewartet. Er hatte Angst. Gelesen wie ein Lexikon. Ja! Was soll man sagen? Aber ein geiles Finale. Auf jeden Fall. War spannend. Wir hatten wieder alles, was man gebraucht hat. Übersteuerung. Kannst auch wieder in den Cam reinkommen. Übersteuerung.